Arbeiterdichter hat man ihn genannt. Das hat sich Max von der Grün als Quatsch verbeten. Dabei passt Literat des wirklichen Lebens viel besser. Max von der Grün, Schriftsteller, geboren am 25. Mai 1926 in Bayreuth. Seine Kindheit verbrachte er in Bayern. Mein Vater war Schuster. Wenig poetisch, sehr praktisch. Max von der Grün war nach dem Krieg ins Ruhrgebiet gekommen, um als Hilfsarbeiter sein Geld im Bergbau zu verdienen. Und zwar auf der Zeche in Unna Königsborn, weil Heinrich Heine dort ein paar Tage verbracht hat. Nach einem schweren Unfall, er geriet mit dem rechten Fuß in einen sogenannten Panzerförderer, schulte er um zum Grubenlokführer unter Tage. Von Jugend an ein besessener Leser, verfasste er Gedichte und Kurzgeschichten über das Leben auf dem Pütt, die harte Arbeit und Beziehungsprobleme seiner Kollegen. Da habe ich eine Reiseschreibmaschine gehabt, die habe ich damals noch auf Raten abbezahlt, weil ich kein Geld hatte. 1961 gründete er mit seinem Freund Fritz Hüser, dem damaligen Direktor der Dortmunder Stadtbibliothek, die sogenannte Gruppe 61. Das waren Gleichgesinnte, die wie er im Ruhrgebiet lebten und die schönfärberischen Romane der Adenauerzeit satt hatten. Dann schrieb er den Roman Männer in zweifacher Nacht. Dabei geht es um zwei Bergarbeiter, die nach einem Grubenunglück eingeschlossen bleiben. Sein zweites Werk, Irrlicht und Feuer, war ein Skandal. Die Kette am Hobel riss und schlug mit unbenennbarer Gewalt dem 2 Meter hinter mir herhastenden Steiger den Kopf ab. Max von der Grün hatte sich erdreistet, sowohl das Unternehmertum als auch die Gewerkschaften anzugreifen. Ja, ich will erstmal, dass der Arbeiter nicht so trübe und so träge dahin lebt. Der junge Autor blieb standhaft, wurde fristlos entlassen und flog sogar aus der Gewerkschaft. Auch andere Dortmunder Unternehmen wollten von der Grün nicht beschäftigen. Und nun plötzlich stand ich auf der Straße. Als freier Schriftsteller. Der Roman wurde trotzdem ein Erfolg und in 22 Sprachen übersetzt. Ich glaube, dass dieses Buch, und da bilde ich mir auch was drauf ein, irgendwo für andere ein Ansporn gewesen ist, etwas zu riskieren. Max von der Grün hat eine Begabung für packende Geschichten. Es gibt kein Wort, was zu viel ist. Er arbeitet nicht mit irgendwelchen blumigen Beschreibungen. Rund 30 Romane hat Max von der Grün publiziert, viele Preise bekommen. Im Amerikanischen würde man sagen, es hat Drive. Also die Sprache pumpt, die pulsiert, die treibt. Später schrieb er vermehrt für jugendliche Leser. Vorstadtkrokodile wurde ein Welterfolg. Sein Thema darin, der Ruhrpott, eine Vorstadtsiedlung, schlechte Luft, graue Fabriken und die Kinderbande. Die Krokodiler. Wenn Sie das Ruhrgebiet beschreiben müssten, in einer Minute. Ich brauche keine Minute, ich brauche nur 2 Sätze. Das ist eine Mischung aus Grandiosität und Scheußlichkeit. Bis ins hohe Alter lebte und arbeitete Max von der Grün in Dortmund. Habe ich zu meiner Frau gesagt, mein Gott, was hat man denn eigentlich erreicht? Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, spinnst du? Du hast erreicht, dass Millionen Kinder dich mit Liebe lesen. Sagt sie, ist das nix? Natürlich, da hat sie recht, das ist was. Es gibt nichts Schöneres, als ein Kind zum Lesen zu bringen.